der beiden M-Byte hier hat einen 48 Zoll großen Bildschirm im Cockpit. Das ist ja größer als die meisten Fernseher zu Hause. Verbindet also perfekt die digitale Welt und die Automobilwelt. Produktion ist in China, IT kommt aus Silicon Valley und das Design und Know-how aus Deutschland. Und das alles für 45.000 Euro. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich weiß, normalerweise fängt man ja bei einem Auto von außen an. Wir machen es genau andersrum. Wir fangen jetzt von innen an, denn das Innenleben dieses Autos ist einfach nur bombastisch. Ich zeige euch jetzt mal was. Das war nur ein kleiner Ausschnitt. Also hier ist ja dieses 48 Zoll große Display in der Mitte. Und ich muss wirklich sagen, wenn man das als erstes hört, dass da so ein riesen Bildschirm vorne drin ist, dann denkt man erstmal so, oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das lenkt doch total ab vom Fahren. Ist aber nicht so. Also man hat wirklich, wenn man hier rausschaut und auf dem Fahrersitz sitzt, schaut man im Prinzip genau über diesen Bildschirm so drüber. Man muss so leicht nach unten schauen, um auf diesem Bildschirm eben hier sich zu bewegen. Und das ist sehr minimalistisch alles. Man hat vor sich hier so eine schöne Anzeige. Wir können uns das mal anschauen. Ich simuliere jetzt mal und tu mal so, als würden wir hier ein paar km/h mehr fahren. So, zack. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen hoch, dann seht ihr hier so eine coole 3D-animierte Ansicht. Da seht ihr genau also, welche Fahrlinien hier sind, den Verkehr drumherum. Sehr schön, alles übersichtlich. Und das nennen die dann Shared Experience Display. Wieso? Weil man ja im Auto sozusagen die Erfahrung hier teilen soll. Also der Gedanke ist praktisch, wir sind unterwegs, ist auch schon in Richtung autonomes Fahren und schauen zum Beispiel hier etwas an oder hören Musik, checken schon mal das Wetter, surfen im Internet, sehen vielleicht gemeinsam einen Film an, während das Auto von alleine fährt. Also es ist schon wirklich so mit dem ganzen Gedanken, dass man in Richtung autonomes Fahren rangeht. Und da können natürlich hier die zwei Fahrer oder so Fahrer und Beifahrer in der Front hier wunderbar draufschauen, aber auch die auf der Rücksitzbank sehen natürlich wunderbar, was hier passiert. Man kann also gemeinsam dieses Erlebnis hier auf dem Bildschirm teilen. Die Sitze können sich sogar noch so 10 Grad zueinander neigen und damit haben dann praktisch auch die auf den Rücksitzen eine bessere Sicht auf das, was hier so abgeht. Ich habe es euch gerade kurz gezeigt, aber ich meine, natürlich geht man jetzt nicht hier hin und toucht jetzt hier vorne an den Bildschirm rum. Das ist ja völliger Blödsinn. Und allgemein ist es natürlich fraglich, ob es gut ist, wenn man hier riesen Bildschirme hat, auf denen man während der Fahrt rumtoucht, ja, rumtippt. Deswegen hat sich hier Byton was ganz Besonderes überlegt. Und zwar haben sie hier einmal hier so ein Fahrer-Tablet. Das heißt also, das Lenkrad ist rund um so ein Tablet hier gebaut, muss man sich vorstellen, wie so ein iPad Mini im Prinzip, so ein kleines Tablet. Und da kann man dann hier eigentlich alles bedienen. Da kann man dann hier also eben Media starten, was ich gerade gemacht habe. Dann kann ich also praktisch hier hoch und runter gehen, hier durch navigieren, zack, auf Home gehen. Ich kann hier zurückgehen. Ich kann hier alle möglichen Einstellungen vornehmen, direkt hier an diesem Display. Das finde ich schon mal richtig cool. Das kann jetzt natürlich nur der Fahrer machen. Damit der Beifahrer auch noch mitmachen kann, gibt es praktisch noch hier das Beifahrer-Display. Das ist auch richtig krass. Da kann ich also hier auch drauf rumtippen und kann im Prinzip alles auch komplett bedienen. Also da sind praktisch im Prinzip wie so zwei kleine Tablets und ein riesengroßer Bildschirm eingebaut und das ist einfach schon mal echt krass. Und damit man das alles bedienen kann, funktioniert das auf drei verschiedene Arten und Weisen. Hier habe ich euch gerade schon gezeigt, also per Touch auf diesem Bildschirm, dann eben per dieser Gesten, zum Beispiel eben mit lauter und leiser. Dann gibt es noch so Gesten wie rechts und links. Ja genau, das funktioniert direkt. Das ist ja mega cool. Und kann dann praktisch, so, ich mach mal die Musik leise, kann dann praktisch direkt hier per Gesten sogar das Ganze steuern. Und sie haben sich noch überlegt, wir machen noch eine Sprachsteuerung mit rein. Das heißt also, das ist natürlich auch schön. Natürlich, ich kann einfach sagen, Sitzheizung an oder aus oder navigiere mich dort und dorthin oder spiele mir den und den Song. Also da sind im Prinzip alle Möglichkeiten hier eingebaut, um mit dem Auto, mit diesen ganzen Bildschirm und multimedialen Möglichkeiten zu interagieren. Alles auf dem Bildschirm ist ja jetzt sehr hell. Das ist natürlich für die Fahrt tagsüber gedacht. Wenn man jetzt nachts fährt, gibt es sogar einen extra Dark Mode. Der sieht auch richtig cool aus. Und da merkt ihr also, ne, man fährt nicht in der Nacht und dann leuchtet einen das Display an, sondern das geht dann auch. Und dann hat man hier eben die Möglichkeit, zum Beispiel hier diese Karte zu sehen. Also das ist einfach richtig cool. Und genial ist auch, dass Byton eben hier offen ist für Partner. Das heißt also, wenn ein Partner kommt, also ein App-Entwickler oder eine große Marke und sagt, wir möchten hier auch was anbieten, eine eigene App oder sowas, dann kann man eben, dann nehmen die Partner mit Byton Kontakt auf und können hier praktisch eigene Apps
Apps und eigene Funktionalitäten zu diesem ganzen System hier hinzufügen. Das heißt also, über die Zeit kommen immer weitere Funktionen dazu und das ist im Prinzip so, wie ihr das auch auf eurem Smartphone kennt. Grundsätzlich muss man sagen, das ist alles hier wirklich hochwertig verarbeitet, tolle Materialien sind verbaut und man hat zum Beispiel auch auf der Rücksitzbank unglaublich viel Platz mit den Füßen. Es ist auch kein so ein Mittelkanal, sondern alles flach hier am Boden, also wunderbar. Und was auch richtig krass ist, sogar, ihr seht das hier, auf den hinteren Sitzen sind nochmal eigene Tablets verbaut. Das heißt, jeder Mitfahrer hat sogar noch sein eigenes Tablet und da habe ich mal nachgefragt und zwar ist es so, dass man das rein theoretisch, also da ist ja alles mögliche mit so einem System, ja, das wird sich also über die Zeit dann noch entwickeln, es möglich wäre, dass man zum Beispiel das gleiche Video, also die gleichen Inhalte wie die auf der auf den vorderen Sitzen eben anschaut, also dass das praktisch synchronisiert wird oder na, wenn man zum Beispiel mit Kindern unterwegs ist, dann können die sich also hier auch ihre eigenen Inhalte anschauen und losgelöst von dem, was zum Beispiel der Fahrer und Beifahrer sich ansehen. Also grundsätzlich wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Auto. Wenn ich auch hier hochschaue, ja, da ist ein riesen Panoramadach, hat man auch richtig viel Freiraum und das muss ich sagen, also gefällt mir schon mal richtig gut. Kommen wir zu den wichtigen technischen Daten. Ja, die Batterie ist das Herzstück eines Elektroautos und es gibt zwei Batteriegrößen, einmal 72 Kilowattstunden und sogar 95 Kilowattstunden, würde ich sagen. Das ist erstmal ganz gut. Was ergibt es dann aber für eine Reichweite? In der kleinen Batterie so um die 360 Kilometer Reichweite nach dem WLTP-Reichweitenzyklus. Das ist der realistische. Das heißt also, wir können mit diesen Werten wirklich rechnen. Wenn man sogar auf die größere Batterie geht, erreicht man bis zu 460 Kilometer. Ja, sagen manche, Moment mal, aber dann komme ich ja nur 460 Kilometer. Viele wissen nicht, dass das Schnellladen, also die Ladegeschwindigkeit eines Elektroautos super wichtig ist. Überall an den Raststätten in ganz Europa werden Schnellladestationen rapide aufgebaut und der Byton M-Byte unterstützt 150 kW Schnellladung per CCS Standard. Das ist super, da kann das Auto dann in circa wahrscheinlich 20 bis 30 Minuten wieder einiges an Reichweite gewinnen. Das müssen wir noch mal rausfinden. Ich werde natürlich noch mal fahren, wenn er dann fahrbereit ist. Und dann machen wir da auch noch ein paar Reichweitentests mit dem Auto. Auch über Wechselstrom mit 22 kW, also das ist optional verfügbar, kann man ihn also wunderbar an öffentlichen Ladestationen laden. Das ist also auch so eigentlich so die höchste Geschwindigkeit, die man da anbieten kann. Auch da sieht es richtig gut aus. Das Auto hat einen Hinterradantrieb, ist aber auch als Allradantrieb verfügbar. Und dann schafft es immerhin von 0 auf 100 km/h in 5,5 Sekunden. Das ist nicht der allerbeste Wert, aber es reicht völlig, um richtig viel Spaß damit zu haben. Es geht ja hier bei beiden ein bisschen mehr um dieses Erlebnis, ja? Um eben eine gute Zeit zu haben, während man fährt. Ja? Und da ist natürlich nicht nur die Beschleunigung wichtig. 190 km/h Höchstgeschwindigkeit und ja, es wird optional eine Anhängerkupplung geben, zum Beispiel für einen Fahrradträger. Sicherheit ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der oft nicht angesprochen wird. Und die höchsten Sicherheitsstandards wurden von vornherein in das Konzept hier eingebaut. Ich habe mir ein bisschen so umgehört und auch mit den Entwicklern geredet. Die haben gesagt, ja, normalerweise wird die Sicherheit immer ein bisschen später dann eben so eingebaut. Hier wurde das aber praktisch von Grund auf mit eingebaut und sie peilen an, eine 5-Sterne-Bewertung beim Euro-NCAP-Crash-Test zu bekommen. Da bin ich mal gespannt, das werden wir natürlich rausfinden. Und jetzt haben wir eigentlich noch gar nicht richtig das Design des Autos abgecheckt. Und dafür habe ich mir jemanden ganz besonderen geholt und zwar den Designer des Autos, Benoît Jacob. Ja. Oui. Oui, ja. Jetzt reden wir aber ein bisschen Deutsch, ja, also verzeiht seinen Akzent. Du hast dieses wunderschöne Auto designt, ja? Wie viele Autos hast du eigentlich schon in deinem Leben designt? Ich nicht, mein Team. Aber ins Leben, ja, schon ein, vielleicht dann 10 sowas in die Richtung. Wow, und wie viele Elektroautos hast du schon designt? Ja, schon ein paar sozusagen. Ja, es wird dann langsam dann spezialisiert mit diesem Elektrozeug sozusagen. Ja, perfekt. Weil ist es anders, ein Elektroauto zu designen und zu konzipieren? Nicht wirklich. Mhm. Das bleibt dann weiterhin ein Auto. Es gibt dann Gesetz, es gibt dann Regeln und dann man muss praktisch dann sich dann konformieren. Vielleicht die größte Unterschied ist dann klar, dann aus dem Powertrain gibt ein paar Möglichkeiten, aber gibt auch dann Vorgaben. Ne? Braucht man immer noch Kühlung, solche Sachen. Ne? Mhm. Der Elektromotor und sein Gerät ist nicht so kompakt, wie man denkt. Ne? Aber trotzdem,
Es gibt Chancen, zum Beispiel ein Flachspeicher bedeutet dann Flachfloch. Mhm. Ja, das ist dann in Richtung dann Kunden ein Wert, ja, weil das ist dann praktisch dann mehr Platz in den Raum zum Beispiel. Okay, jetzt ist es ja im Prinzip das erste Auto von beiden. Wo würdest du sagen, so, was macht das auch so besonders? Ja? Was macht den M-Byte aus vom Design? Erstmal zum Thema dann Exterior Design. Ja, wir wollten dann zum Thema Proportion wirklich besten Segment anbieten. Ja, okay. Und das fängt dann erstmal mit die richtige Stance, ja, zum Beispiel durch die Räder auf die richtige Position. Okay. Kürzer Oberhang vorne, langer Oberhang hinten, solche Sachen. Mhm. Größe Durchmesser, auch so groß wie es geht, ja, aus Designersicht. Ja. Okay. Hier haben wir dann zum Beispiel 67 mm Durchmesser. Das sind 22 Zoll, glaube ich. Ja, das ist 22. Wow, das Riesenräder. Die Top-Variante. Das ist ein Serienauto, das ist kein Konzept. Ja. Und schon so eine Größe bringt schon etwas zum Thema Stance. Was ist dann besonders, ist dann, wie wir dann spielen mit Detail. Zum Beispiel beim Leuchten. Wir haben dann wirklich dann unsere dann Zulieferer dann gechallenged in Richtung, wie klein und kompakt kann man das machen. Ja. Dazu kommen dann ein paar dann zusätzliche Feature, wie zum Beispiel diese Crossing Line. Die da leuchten auch, ne? Das leuchtet, das gehört dann zum Welcome-Szenario. Ja. Aber dann kann man zum Beispiel den Ladezustand mal darstellen, durch dann unterschiedliche Farben spielen und solche Sachen. Ach, und so, okay. Das hat schon was. Cool. Like, und dann zum Beispiel dein Matrix-LED-Scheinwerfer, diese DRL, solche Sachen. Mhm. Sonst dann Proportion. Wir haben dann nicht wirklich dann mal gesucht für dann hochpolarisierendes Design. Ja. Wir sprechen über dann ein Produkt, die dann wirklich dann in Volumen dann gehen muss. Ja. Das ist kein Exoten. Und wir müssen dann schon punkten, sagen wir so, in Richtung dann auch Akzeptanz und solche Sachen. So, das bleibt dann weiterhin ein relativ konventionelle dann SUV, etwas flacher, ein bisschen dynamischer, ein bisschen Crossover. Das tut gut, das zum Beispiel für Thema Aerodynamik, die dann auch für uns wichtig ist. Es geht um Reichweite für Elektroauto. Und sonst dann viel Liebe dann in Detail, Craftsmanship zum Beispiel hier integrierte dann Türgriff. Yeah, genau, einfach mal drücken. Das ist dann ein typischer Designer-Traum, sozusagen, solche dann integrierte Funktionen. Wieso? Weil es dann so praktisch so nahtlos und... Das wirkt dann einfach glatt, das ist die Idee. Dann wieder Hightech hier hinten, zum Beispiel mit der Eckleuchten. Kleine ist praktisch unmöglich. Das ist was dann die kleinste, das was der Gesetzgeber dann ermöglichen würde. Wir müssen eine gewisse Fläche dann mal erzeugen. Also ihr wolltet das ein bisschen reduzieren und schlank machen, aber das wirkt dann trotzdem dann sehr, sehr filigran und betont wirklich dann die Hightech-Mission or Purpose auf such Vehicle oder Auto. Mhm. Und weiterhin, ich glaube, dass der Real Shock ist dann, wenn man dann wirklich dann hineingeht. Ist dann hier der Game Changer, sozusagen. Hier wieder dann unsere Versprich, dann 48 Zoll Display, so groß. Das ist genau das gleiche Display wie dann in Showcar. Wir haben dann in die gleiche Lage, gleiche Position dann mal gebaut. Nur rundherum haben wir dann ein bisschen die ganze IP oder Instrument Panel dann, würde ich dann fast sagen, wieder dann verbessert, trotz der Integration von Sicherheitskonzept wie zum Beispiel Airbag, Hunter, der Driver Tablet. Ja. Der war 8 Zoll beim Konzept, die jetzt dann 7 Zoll, aber bleibt dann weiterhin groß. Haben wir dann ein paar dann extra, jetzt dann singt. Oh yeah. Jetzt geht die Musik los. Ja, jetzt geht die Musik. Ja. Okay. Eieiei. Aber es gibt einen Trick, kann man dann mit... Das ist herrlich. Pass auf. Oh! Das ist doch cool. Du hast es ausgeschaltet, mit der Geste. Ja, dann so funktioniert es, die ganze Geschichte. Also im Großen und Ganzen, muss ich sagen, gefällt mir das Auto sehr gut. Es sieht schick aus und es ist sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Es fühlt sich alles richtig gut an. Ja, es ist halt eben ein SUV und wer vielleicht den Kanal ein bisschen mehr verfolgt, weiß, ich bin nicht der größte Fan von diesen riesengroßen Schiffen, den großen Autos. Man muss dazu sagen, sie haben ihn dafür, dass es doch ein relativ großes Auto ist, wirklich schick hinbekommen. Also vom Design her ist das top. Aber ob man jetzt wirklich so große Autos braucht, das muss natürlich sowieso jeder für sich entscheiden. Es ist auch ein Auto, das ja prinzipiell in erster Linie
Linie für den chinesischen Markt konzipiert ist, auch wenn das natürlich trotzdem in Amerika und auch in Europa erscheinen wird, aber auch genau in der Reihenfolge. Also erst kommt es in China raus, dann eben in Nordamerika und in Europa dann im ersten Halbjahr 2021. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich werde euch natürlich auch noch mal einen ausführlichen Fahrbericht nachliefern. Es ist aber schon beeindruckend, diese IT zu sehen. Also diese ganze Technik, dieser riesen Bildschirm, diese ganzen verschiedenen Screens und was sie sich da alles überlegt haben, ist schon echt richtig cool. Es ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Ich meine ganz ehrlich, was wir bei Tesla geliebt haben, ist natürlich dieser riesen Bildschirm in der Mitte. Ja, da hat man schon gespürt, wie das ist, wie sich die Zukunft anfühlt. Und wenn ich mir dann eben aber auch dieses noch viel größere Display mit allem drum und dran hier anschaue, dann setzen die hier nochmal einen drauf. Also man spürt richtig, wie die Hersteller sich Stück für Stück auch auf das autonome Fahren vorbereiten. Und das muss ich sagen, nur für 45.000 Euro, sondern ab 45.000 Euro klingt schon wirklich sehr beeindruckend. Ich habe auch das Glück und die Ehre, hier auch das Team im Hintergrund ein bisschen begleiten zu dürfen auf dem Weg. Da könnt ihr auch mal schauen auf dem Byton-Kanal, schaut mal in den Infokarten, habe ich euch mal den Byton Inside Reporter verlinkt, der ist aber auf Englisch, könnt ihr euch mal reinpfeifen. Also die machen schon wirklich richtig viel, bauen alles von null auf, schon beeindruckend. Also schreibt auch mal unterhalb des Videos in die Kommentare, was ihr davon haltet von diesem Konzept. Findet ihr das interessant? Es sind natürlich auch so Komponenten wie eben das Shared Driving, also diese ganze Sharing-Konzepte, dass man also das Auto auch teilt oder dass man mit mehreren Leuten im Auto fährt, da alles schon angedacht. Ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Und wenn ihr Lust habt, das mitzuverfolgen, dann abonniert am besten den Kanal und da werdet ihr hier dann alles ausführlich erfahren. Es ist echt eine spannende Zeit, in der wir gerade leben. Bis bald, tschüss!